Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einer brand new Episode. Die letzte Folge, was soll ich dazu sagen? Es war einfach nur skandalös, liebe Freunde. Skandalös ist genau das richtige Wort dafür. Es war einfach ein Chaosfest vom Feinsten. Damit habe ich selber nicht gerechnet, dass alle durchdrehen. Guckt euch die Episode dann an, wenn ihr möchtet. Und das ist die letzte Folge gewesen, die ihr unter diesem Video in der Playlist findet. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Ich kann es nicht allzu oft sagen, dass ihr hier bei LSPDFR das Bewertungssystem inzwischen so gut benutzt und mich da unterstützt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das ist aber neu. Huch, das ist aber neu. Oh. Okay, ich soll ihm helfen, sein Auto zu reparieren. Ich wusste gar nicht, dass solche Random-Events stattfinden. Okay, ich repariere es mal. Ja, ich mach das, mein Kollege. Ich kümmere mich drum. Go. Ah, das ist ja cool. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass man solche Random-Events jetzt hat. Oh, das Auto scheint komplett kaputt zu sein. Eieieiei. Okay, wir brauchen jetzt einen Tow-Truck, also einen Abschlepper. Oh, der arme Typ. Dispatch, I need a Tow-Truck to my location. Hey, wie geil, einfach so random Events. Wusste ich gar nicht. Ohne Witz, das freut mich voll, dass es sowas inzwischen gibt. So, es kommen ja immer mehr Plugins dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, LSPDFR ist immer noch für mich einer meiner absoluten Lieblings-Let's Plays. Okay, ich hab's gern gemacht, bitte gehen Sie jetzt von der Straße runter. Okay, UK. Alter! What the hell? Was war das? Okay. Ey, was ist denn los hier in der Stadt in letzter Zeit? Man kann nicht mehr den Leuten helfen, wenn man ein Auto abschleppt, wird man mit einer MG abgeknallt. Mit einer MG. Überlegt euch das mal. Können wir irgendwie wieso habe ich zwei Minuten? Können wir irgendwie, help me. Können wir irgendwie hier ein Auto, Shopping Suspect? Nee. Nee. Hm. Kann man nicht irgendwie ein Auto... Wie ging das nochmal? Man kann doch irgendwie... Ach, wie kann man sich denn so ein blödes Auto holen nochmal? Ach, egal. Ich dachte, das kann man ohne Police Radio machen. Naja, machen wir es mit Police Radio. Ach Quatsch, mit Verstärkung rufen. Alter, wie krass war das jetzt bitte? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dieses Let's Play überrascht mich immer wieder aufs Neue, liebe Freunde. Das ist einfach unfassbar. Mann. Ich kann leider gerade nicht unterstützen, weil mein Auto gerade erst kommt. Ah, ich hätte natürlich auch einen Polizeiwagen spawnen können, aber naja. Wir wollten ja auch noch aus der Luft und so weiter mal Einsätze machen. Also es gibt so viel Kram. Wollen wir den Cop mal hier mitnehmen? Der wird jetzt gleich bestimmt versuchen, hier einzusteigen. Dann nehmen wir den mal als Partner mit heute. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch eine Partnermod inzwischen für LSPDFR. Oh, das ist ein Drug Deal. Okay, ich muss los. Oh, cool. Das ist ja, hat ja jemand sogar, der die Mod gemacht hat, diesen Plugin sogar da eingesprochen. Okay, Drug Deal hier in diesem Radius. Wir fahren mal rüber. Ganz ehrlich, wir müssen mit Verstärkung arbeiten. Das ist viel zu krass. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Machst du nix. Machst du echt nix. Okay, hier soll eben ein Drug Deal sein. Seht ihr was? Da, ich habe, glaube ich, das ausfindig gemacht. Oder? Attention, this is dispatch. Nee. We have code 99, unit needs immediate backup. Shots fired at an officer. Emergency, all units respond code 99. Alter, was ist hier los? Roger, dispatch, we are en route. Ah, die sind irgendwie in einem Auto unterwegs. Ich steig... Alter! Was ist denn heute los? Ich steig dir den Weg ab. Copy that, we're in the vicinity. Ne, die sind nicht, die sind zu Fuß unterwegs. Aber wir können da leider nicht hin, weil wir sofort tot wären. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der größte Fail ever in der ganzen Geschichte dieses Let's Plays. Was hab ich denn da getan?
Leaving, hä? Ja, er ist weg. Was ist denn hier los? Was ist denn heute los hier in dieser Folge? Sie ist verhext. Oh mein Gott. Okay, ich spawn mir mal ein Auto. Mein Gott, ey. Das ist ja unfassbar. Es tut mir leid, Leute, aber... Oh, krasser Scheiß. Yo! Das soll nicht dein Ernst. Auf! Ich hab doch alles getan. Warum rasten denn alle aus? Wow. Ey, was ist hier los? Boah. So, jetzt Ruhe, Ruhe, Ruhe. Okay, da ist jemand mit... Oh, da ist jemand mit Code 3. Da ist jemand mit super viel Geschwindigkeit unterwegs. Alter, ich habe ja schon gedacht, die letzte Folge von diesem Let's Play ist unfassbar wahnsinnig. Aber diese Folge toppt ja nochmal alles. Mein Gott. Okay. Wir müssen jemanden halten, der mit super viel Speed unterwegs ist. Da werden wir gerade noch angefahren. Wir werden überfahren. Wir springen aus einem Auto, weil ich aus Versehen auf Taste F gekommen bin. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Toll. Naja, ist egal. Wir machen das jetzt hier. Wir müssen jetzt einiges wieder gut machen. Jetzt gibt es von der Leitstelle wieder eins auf die Umme. Okay. Vom Police Department. Der fährt da hinten hoch, ne? Ist das dieses weiße... Was ist das für ein Auto? Ich kann es gerade nicht genau sehen. But I'm behind. Vorsicht. Ja. Dankeschön. Danke, dankeschön. Danke, dass Sie mich durchlassen. Okay, warte mal. Da fährt er hier in einem Oldtimer, oder was? Oh. Wobei, kann man das als Oldtimer werten? Okay. We have a 1099 in Pillbox Hill. Macht er jetzt? We're flying over now. Der führt uns an der Nase rum, siehst du das? Ganz ehrlich, ich habe Angst, den anzuhalten. Ich werde bestimmt wieder abgeknallt. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Der fährt ja schlimmer als ich. Aber er hält ihn. Guck mal, er setzt sich davor. Komm, ich helfe mal eben. Verlassen Sie sofort das Fahrzeug. Hippie-Dame hier. Hab sie, Kollege, hab sie. Und auf die Knie. On your knees. Okay. Zack. Miranda Fox. Oh, jetzt eine leckere Miranda, ne? Da wäre was Gutes. So. Yeah, yeah, yeah. Nicht mit mir, Mann. Du such mal ihre Karre. Little coffee shop around the corner. So. Ich dachte, die hat irgendwelche Drogen inhaliert, aber nichts da. Voll die Vorurteile habe ich. So. Müssen wir ganz kurz hier abschleppen lassen, damit dieser Stau bitte. Ich fahre mal das Auto eben selber zur Seite. Ich bin Polizist, ich darf das. So. Okay, Miranda Fox wurde geschnappt und wir können weiterfahren. Mann. We've got an officer in need of assistance in, okay. Alta. Ah, das ist Code 2, da müssen wir nicht unbedingt mit Sirene hinfahren, aber ich fahre einfach mal ein bisschen hier durch. Zwischen den Autos von Los Santos. Denn ein Officer needs a backup. Okay, das schaue ich mir doch mal an. Aber liebe Leute, ein kleiner Remember an euch. Ich mache immer Mittwochs Livestreams. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da mal einschalten. Um 19 Uhr geht's los. Was ist denn hier los? Pack up and make contact with the officer. Oh, hey, thanks for coming so quick. Komm mal, mein Partner will brief you, okay? Der Partner will uns briefen. Nice of you to join us, officer. Oh, die beiden haben sich wohl... Oh, man schlägt keine Frauen. Susan White and Jeremy Brandscombe. Okay, ich soll die überprüfen. Ja, wie hießen die jetzt? Scheiße. Wie soll man denn so schnell sich die Namen merken? Ich gehe mal zu meinem Auto und komme einfach wieder. So. Ich habe den Namen leider vergessen. Warte mal, wir können es einfach machen. Police, hands up now.
Könnt ihr einfach ihre ID nehmen. Kiplam. Was sind die wieder hier für Gaffer unterwegs? Susan White. Die hieß doch. Hieß die gerade nicht anders? Na egal. Susan White. Mhm. License ist valid. So. Gib mir mal deine ID, du Hampels. Ne, der heißt genauso, okay. Das ist ja richtig. Wie heißt der? Jeremiah Branscombe. Ist das geschrieben? Yes, sir. Okay, I got it. Ich hab's getan, Herr Officer. Kann ich jetzt mit dir wieder reden? Nein, Mann, ich will vom Officer nicht die ID. Ja, aber ich hab's doch getan. Ist doch fertig. Wie kann ich denn jetzt nochmal mit denen reden? Hallo? I'm done! Oh, look at that. Hä? Kann ich denn jetzt sagen? Jetzt. Ah, okay. Ich soll das hier drücken und E. Oh, thank you, officer. I'll kill you, you piece of garbage. Okay, also er kann. Okay, okay. Der Herr wird jetzt unter Arrest genommen, weil er nämlich die Dame angegriffen hat. Und, please put your hands behind your back. Cuff him, officer. Thank you, officer. Ja, dann mach doch. Nimm doch fest. Oder warten wir noch auf irgendwas? Wieso? Ich mach das mal. So, cuffing. Ach, ich sollte das machen, okay. Also, der Herr hat seine Dame geschlagen, aber die beiden hatten halt mega Stress. Und was macht er hier? Nö! Du hast doch einen an der Schraube. Bist du doof? Ah, er liegt unterm Bus. Oh mein Gott, ich hab den ausgepuncht. Shit. Ich hab den so eine Punch gegeben, dass er umgekippt ist. Ich hab einen Obdachlosen kaputtgeschlagen. Die fahren einfach mit dem Auto drüber. Guck mal, das ist einfach genau 1:1 die Kultur in L.A. Weißt du, die Obdachlosen werden einfach überfahren. Und da interessiert sich keiner für. Und die... Der wollte mein Polizeiauto klauen. Jetzt fahr doch mal mit deinem Auto da weg. Fahren Sie bitte Ihr Auto weg. Fahren Sie weg. So. Was passiert jetzt hier? Hä? Okay. Hallo, nimm mal hier den Kollegen mit. Beleben Sie ihn wieder, ich kann nicht mit diesem Schicksal leben. Oh, fuck. Ja, den müssen wir eben noch von der Straße aufkratzen, dann können wir hier wieder freigeben. Mega Stau hier. Ah. Scheiße, Mann. Jetzt wartet doch eben, bis der Rechtsmediziner kommt. Die macht dann Selfie, wenn der Gerichtsmediziner kommt. Halt mich doch fest. Okay, hier. Könnt ihr das übernehmen? Ich öffne die Straße mal wieder. Ich hau hier ab. Hier gibt's, der geht mir hier richtig auf den Sack gerade, ne? Der fährt den Gerichtsmediziner um. Wo ist der? Das gibt's doch gar nicht. Die dreht Alarm an! Okay. So. Well done, Sergeant. Ach Gottchen. Oh. Okay, das machen wir noch in dieser Folge. Da ist jemand mit einer Knarre, Oh, bei der Motorrad umgefahren. Er bleibt mitten auf der Kreuzung stehen. Das erzählt sie niemandem. Okay. So, die nächste hier rein. Tatü, tata, der Dennis ist da, tralala. Der Mann hat einen Raketenwerfer. Dispatch to all SWAT units, backup needed in downtown Vinewood. Units respond code 3. This is Ocean 1, we can get that. Copy that, we're in the vicinity. Copy that, dispatch. LSPD! Bitte lassen Sie sofort den Raketenwerfer fallen.
Der Mann mit dem Raketenwerfer, der im Boden drin ist. Okay, ich habe sicherheitshalber Verstärkung gerufen, aber... Charlie Star. Charlie Star, Charlie Star, er ist immer da. Jungs, ist schon gut, ihr könnt wieder abhauen. Kies haben wir gefunden. Eieieieie. Okay, einmal wieder abholen. Jetzt töten die sich hier gegenseitig. Alter, die greifen gerade echt Cops an. Das will ich sehen. Guck mal, die töten ihren eigenen Mates. Die töten ihren eigenen Mate. Oh nein. Oh mein Gott. Dieses Let's Play ist einfach ein Fall für sich. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Leute, es hat sich schon erledigt. Wo habt ihr jetzt mein Auto? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Polizeiauto? Wo ist mein Polizeiauto? Wo ist mein Polizeiauto? Sag mir bloß, dass es das da hinten, dass ihr das hier wieder durch die Gegend geschoben habt. Nee, die machen doch... Hä, wieso sitzt... Der hat mein Polizeiauto, wollte der klauen. Was ist denn heute... Alter. Attention all units. We've got an ambulance requested in downtown Vinewood. Boah, Gottchen. Weg da. So, das können wir die Kollegen jetzt übernehmen. Ja, ich sag mal so, Leute. Wir sehen uns wieder bei der weiteren Folge von diesem Let's Play. Alter, alter, alter. Alle zwei Tage hier auf dem Kanal. Ich würde mich freuen. Diese Folge ist einmal wieder ein Garant für sich. Und, ja, ja, ja. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Macht's gut. Bis dann.